Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Wolzen Endgame. Jo, wir sind hier ja an der letzten Stelle in Akt 2 angekommen. Ich musste nochmals den Weg laufen, weil hier kein Portal ist. Und habe währenddessen noch ein Level bekommen und nochmals dieses Beutespursystem da. Haben wir noch kurz. Also, wir müssen mehr Energy Sheet haben, deshalb haben wir hier unten auf Kraft Sheet. Das sind die neuen Items. Dann habe ich mal Fähigkeiten. So. Und hier haben wir noch welchen Anomalie? Ja. Ja, nehmen wir das. Gut. Hier haben wir gesagt, gehen wir auf mehr. Deshalb hier hin. Oder wollen wir zuerst hier? Nein. Schon gut. Regeneration ist besser. Gut, dann. Einen Boss. So, mit einem Boni mit Amuletten. Und glaube ich Helm oder so. So, da kommt er. Oh, ist einer der Butcher-Ersetzer. Gut, also. Der Ring, das Amulett möchte ich mal kurz anschauen. Die anderen sind für die anderen Charakterrichtungen. Jo, wäre eigentlich auch nicht so schlecht, so etwas. So, 7% Schaden geht ja auf Magie. Super. Ja, ist eigentlich besser. Es hat einfach keine Gesundheitsregeneration mehr. Bräuchten wir aber eher nicht. Und die Stiefel mit, ja, wenig Bewegungsgeschwindigkeit brauchen wir nicht. Ja, könnten wir nutzen wegen dem Kraftschild, was noch drauf ist, aber ne. Und hier, Statuseffektchance brauchen wir eigentlich nicht. Aber ich will nicht noch stärker mich machen, also. Ja, und ja, das andere hat mehr Defensive. Und hier, oh, global Lebensdiebstahl haben wir, glaube ich, gar noch nicht. Sonst wäre eher schlecht, wenn wir das noch WO uns Leben entziehen, sozusagen, wenn wir Gegner angreifen. Ist nicht so gut, ist auch eher so für Diebe wahrscheinlich wegen dem grünen Unterstützungsslot. Nein, ich möchte aber Willenskraftregeneration, Ressourcen generieren, ist meistens nicht so gut. Haben wir so einen blauen und Zweierslot? Ah, das ist einfach die Rüstung wahrscheinlich unten. Also die Schilde, meine ich, oder so, die Amulette. Müsste blau. Nein, es müsste türkis sein und das ist türkis. Machen wir doch den Stein hier rein. So. Und sonst ein hellblauer ist. Ja, nicht so wichtig jetzt. Okay, gut. Also Action. Wir brauchen Action in einem Hack and Slay. Und die Tröte da, diese Schamanin, hat wieder die ganze Zeit das geredet, was wir im letzten Part am Ende noch anhören uns haben. Ja, müssten zwar nicht, aber. Es ist ein bisschen Hintergrundsachen, die die Entwickler einfach reingetan haben. Dass es ein bisschen stört, oder? Hätten das auch irgendwie einfach mit Auswahlmöglichkeiten machen sollen. Ja, wir haben immer noch diesen, ja, Pinkenstrahl in Feuer umgewandelt. Und ja, der heißt Vernichtung. Und dadurch, dass wir Feuerschaden machen, haben wir dann noch ein massiven Skill-Not, wo dann die Meteore runterkommen. Und das ist scheinbar so heftig stark, dass ich eigentlich fa fast keine Probleme habe mit dicken Gegnern. Ja. Und ja, das ist momentan eigentlich unsere gute Sache vom Charakter. Aber schlecht ist ja, dass manche Gegner schon sehr viel Schaden machen und das Kraftschild halt schon sehr schnell aufbrauchen. Und dann ist man relativ schnell auch tot. Also wir sind momentan noch eine Glasscannon. Ah, gut. Solange wir überleben und jetzt auch nachher an einer bestimmten Stelle überleben, ist es gut. Sonst müssen wir es halt einfach nochmal machen. Wenn man nicht so viele Rücksetzpunkte hat. Ja, wird schon gehen. Ich bin jetzt gerade auch ein bisschen in der Gegend herumgeklebt. Wahrscheinlich bin ich zu tief in den Zaun rein oder so.
Ja, man kann nicht so gut laufen, wenn man zu nah an einem Zaun ist. Okay, muss man ein bisschen merken. Aber ich finde, der Hintergrund ist wie bei Last Epoch zum Beispiel echt schön schon designt. Geht ja auch mit der neuen Hardware ziemlich gut. Jo, und das Spiel war damals wirklich schön. Jetzt mittlerweile gibt es natürlich schönere Hack and Slays und so. Aber immer noch wunderschön. Also immer noch top, auch so mit den Nebel- und Strahleneffekten, immer noch top. So. Ich hoffe, dass noch viel kommt. Aber es ist jetzt wirklich immer noch nichts angekündigt worden, was jetzt noch kommt. Jo. Sonst, es gibt ja genügend Stoff für uns Hack and Slay lieber, aber... So, was müssen wir machen? Wir müssen dorthin, wo sie steht. Das ist da unten. You're not coming. The shadows of spirits did not mention me being part of his doom. You are the Avenger, not I. They have other plans for me. What plans? If I am seen killing our own leader, I will forfeit all influential power within our tribe. If I am to expel the Sleeper's influence, I must be able to rally my people. Undoing what Mercy has caused will take time, but... First he needs to die. Du bist ein Sprachwunder. You should do your part now. We must hurry if we're to save anyone behind. Very well. I will work on breaking the spell. Okay. Ein bisschen überspulen, das ist jetzt wirklich nicht gerade genau das, was wir wissen müssen. Natürlich müssen wir kämpfen, ist es ein Hack and Slay. Oh, hallo. Du bist also der Schamane, hm? Mercy, der Schamane. For Mercy. Mercy. Mercy, your leader. Not Mercy, Mercy. Well, then you have found him. I am Mercy. A name earned due to the last word people utter after crossing my path. You shall. Whoa, let me stop you right there. Your Mercy. Look, I mean no disrespect, but you do sound yeah. Like before they plead for their life, you will be no different. Now, my people! Let me offer you this fool's death as entertainment. Your first so. Challenge, our very own toxic. Wir gehen mal ein bisschen auf die Seite oder so. I hope you like having acid spat at your face. Oh boy. Look, I already told you, you're not good at this. Send him in already. Schön, dass wir auch einen Schrein-Minion haben. Ja, easy. Ein bisschen zäher, aber auch easy. So. Aha, die kommen auch. Oh, er rastet schon aus. Ich bin der Imperator! Nein, meine guten Gladiatorenmonster sind starr. Jetzt kommen sicher noch Tiger und ja, hier anderen Viecher. Aber Schlangen sind auch cool. Die sind ein bisschen neumodischer oder Fantasy-modischer. In einer Real-Life damals, den Kolosseum oder so, hätte man jetzt nicht so gerne Schlangen, oder? Da hat man ja nur so ein Kurzschwert oder ein Speer oder so. Ist nicht gerade so gut dagegen zu kämpfen, aber in einem Fantasy-Spiel sind Schlangen natürlich genug groß, damit man sie auch ziemlich gut wegschlagen könnte. Oder sie uns. Kommst du auch mal runter? Ich möchte dich besiegen, nicht nur deine Vasallen. Ja, ja. Oh, eine Schlange. Ja, Schlangenspinne. Lol, ich bin so abgelenkt vom Spiel. Danke schön. Wenn man von Schlangen redet, kommt plötzlich eine Spinne. Und ich sage nur Schlange. So, wunderbar. 1000 Schaden. Mehr als 1000 Schaden. Wunderbar. Jetzt kommen Assassine, weißt du? Also, dürfen wir dich ein bisschen mit dem Stab streichen? Oder hast du noch mehr?
Oh, so that's why you came here, to stop our expansion. Ja, Boss. Sehr gut. Tötet Mercy. Ja, Mercy, danke schön. Komm. Der könnte ein bisschen gefährlicher sein. Aber wir haben ja da noch den Strahl zum Beispiel. Ja. Wenn er so wenig aushält. Das ist einer, wo man draufbleiben muss. Wir heizen ihn ein. Ach komm, ist lange. Und der Strahl ist richtig mächtig. Ich kann das auch. Wir sind tot. Ja, gut. Ja, der macht Schaden. Wunderbar. Ja, wir sind eben noch nicht selber nicht zäh. Aber. Ich will auch ein Schattenportal. Not even a month ago, I would have chopped her head off. And now I'm following a witch into her dark portal. Go and purify it. So, oh. Schon 200.000 XP. Ja, das hat ein bisschen einen Schritt mehr gemacht. Sehr gut. Wie viel? 20% ungefähr? Ja. Ah, dafür sind wir ja schon hier vorne. Das ist gut, wenn du uns die Zurücklaufarbeit... Ja. Ja, ja. Ist nur für Multiplayer wichtig. Knuchin, Knuchin. Thank you, Avenger. Good luck saving your tribe. Cult of the Sleeper consumes all. Oh. Shh, keep it down. Are you okay? Where's the Brotherhood? Oh, they're close enough. Oh. Ich glaube, die haben eine Niederlage erlitten. Zombies. Rain. What do you think? An endless tide of death? That's what happened. The likes of which I have never seen. Any remaining forces? The last brothers I saw were barricading themselves in their vault. Those that tried to fight outside died and came back as undead. Damn. I started to appreciate those guys. I guess it doesn't matter now. Come on, sister. Let's get the hell out of here. Val, wait. We can't go the way I came. A purifier army is approaching, tracking you. Better them than death itself. Come on, we'll find a way through. Val, please. Look, you weren't there. Those Brotherhood Knights? They aren't kidding. They know their stuff, maybe even better than purifiers do. An army of them fortified within their hold and protected by the power of Dawn just got wiped clean by a single cult. I take that as a strong hint that we're definitely not going that way. Wait a minute. You know that as well as I do. There's something you're not telling me. I need to talk to these guys. If any of them are still standing, I need to know. They have the answers I need. Answers to what? To everything. They might know of the origins of my powers, of my purpose. Val, I don't have the slightest clue about who I am. This might be my only chance to finally understand. Val, what do you say? I say... Sure, why not? Let's have the two of us face an army of them. The thing. Ja, machen wir das am besten. Val, maybe we should talk about them. Ja, genau. Herkules. Ihn. No matter the odds. Oh, you remember that? Oh, Matsch und Birne. So. Schön kannst du das. Okay, braucht ein bisschen länger. This should buy us some time. Until the next wave arrives, that is.
The area is clear for now. Let's talk. Let's talk. Talk again. Also, haben wir irgendwas Neues schon wieder sein feuerbar? Nö. So, und hier haben wir Kraft G voll und 25 reduzierter Schaden. Wunderbar. Noch mehr Gegner. Und hier rechts ist wahrscheinlich nichts. Joa. Bist du müde? He didn't make it. What? Why? How? Last time I saw him, he still had Maelus on his side. Don't tell me the wench hurt him. No, I did. What happened? Shortly after you killed Maelus, he got promoted to Justicar in her stead. He started tracking me to bring me back for execution, claiming I was a traitor to the Republic. I tried to avoid the fight, but there was no way around it. Something got in his head somehow and turned him against us. Something? You mean Hemlock. The bastard must have manipulated Edric's loyalty to turn him against us. I don't know. He might have been a harsh man, but he took risks so that I could escape alive. He gave me another chance. I know deep down he cares, or cared, about us. Why did he suddenly send Edric to take me down? That makes no sense. We were the children of Hemlock. He wouldn't want to pit us against each other. I wouldn't be surprised if this is another wicked game of his, testing Edric's unwavering loyalty. Let the stronger of the three survive, discard the weak ones. Damn, Edric. Why couldn't you see through this? Val, I know this isn't easy, but we have to keep moving. I'm fine. I hate to say this, but we need to split up, if only for a moment. If the both of us go in there, more undead will pour in from the outside, trapping us. I'm not about to jump into this death trap. So, I will stay here and stop their advance as much as I can. You bring any survivors back to the light. Yes? I don't like this, but you're right. Are you sure you can hold? I will hold. I'm not giving up on you, just like you didn't give up on me. I'll see you soon. Okay, wir können auch kurz gehen. Zwar nehme ich unseren Schadenskill. Kritischer Trefferschaden. Ja, ist der Meteor wahrscheinlich nicht inbegriffen. Das ist ja noch dazu. Ich wollte doch irgendwie mehr lenken können. Wo ist das mit dem Lenken? Da. Da müssen wir einen rausnehmen. Also wir kriten momentan mehr und das ist der Schaden. Dann machen wir mal nicht auf kritisch, sondern machen einfach eine Längsgeschwindigkeit. Die stört mich ein bisschen. Und dann haben wir noch den Teleport. Ätersprung, genau. Ja, das können wir nehmen. Abklingzeit für ein bisschen mehr Erwähnenskraft können wir nehmen. Gut, und der, ja, ist viel schneller. Das ist sogar viel schneller, also, ja. Sehr lohnenswert. So eine geile was ist das? Gewölbe einfach. Okay. Sieht aus wie eine Kathedrale oder so. Hope. Daybreaker's holy ground. The cult of the sleeper turned this place into a graveyard. Also wenn wir auf Crit gehen würden, dann müssten wir auch das ganz oben nehmen. Ist das Key-Trading aktive Feld? Nein. Was ist das? Ist das? Ja, hier ist es. Dann müssen wir Wildheit nehmen, oder? Genau. Und das machen wir ja nicht. Und deshalb gehen wir nicht. Jetzt gehen wir nicht auf Crit-Chance, sondern Bewegung vom Strahl ist viel besser zum Spielen. Was ich denke, weil das so schnell geht, ist es wirklich eine Fähigkeit, die wir immer anlassen müssen. So, was ist mit dem? Ja, der macht ein bisschen Schaden, ja. Aber wir haben hier noch eine Heizung. Also ich schaue mal kurz, ob hier irgendwo ein Händler ist. Ich brauche unbedingt mal Händler. Wir haben genügend Geld langsam. 45, also wir könnten hoffentlich einen Unique kaufen.
Nur das mache ich einfach mit einem schnellen Charakter, der schnell rennen kann und schnell töten kann. Was mit diesem Charakter? Ich will ja alles zeigen, was der Charakter so erlebt. So, und dann einfach hoffen, dass es irgendwie einen Stab gibt, der uns ein bisschen hilft. Oder irgendwas Defensives oder so. Einfach nebenbei. Wir werden schnell hochkommen in diesem Spiel. Es ist nicht so mega umfangreich. Aber wir sind auch noch nicht so weit. Oder? Es gibt einen vierten Akt. Der dritte Akt war nicht so lange. Aber der vierte Akt ist wahrscheinlich wieder länger. Und dann müssen wir zuerst durch. Ja, die Gegner machen langsam Schaden. Das müssen defensivere Items sein. So. Ja, ich wollte Gegenstände sagen. Genau. So, aber hier ist leider nichts. Die Shops oder bestimmte Sachen sind hier drinnen auch ziemlich selten. So. Ziemlich cool, die Zombies hier. Irgendwie so ein Seil. Ah, oh, sind Skelette, nichts anderes, okay. Jo. Der Tempel gefällt mir, weil er auch anspruchsvoller ist jetzt. Es gibt da ein paar Gegner, die ich schon immer nicht mochte. Die großen Stachelschleuderer dann noch beim Tod. Und auch die anderen da. Mit dem Stab. Aber die mögen alle nicht so. Das ist ja auch gut so. Man muss Gegner nicht immer mögen, man kann sie hassen. Auf jeden Fall sollten sie nicht zu schwer sein. Eher von den Fähigkeiten ein bisschen übertrieben. Angezeigt oder so. Sonst sterben wir halt, weil wir einfach zu wenig Items haben. Müssen vielleicht nochmals irgendwann noch farmen dann. Aber das werde ich so schnell nicht machen. Ich versuche es dann einfach nochmal. Es ist ja ein Game, was eigentlich schon relativ gut Items bringt. Oder dass man nicht allzu viel grinden muss. Nur eben, ich habe jetzt wirklich eine Charakterklasse genommen, die jetzt nicht unbedingt so mega OP ist, dass man einfach durchlaufen kann. Sondern einfach doch auch ein bisschen Verteidigungsschwächen hat. Die man aber gut ausbügeln kann, sonst müssen wir einfach noch ein bisschen Glück haben oder einfach ein bisschen länger warmen zwischendurch. So, was ist hier links? Haben wir schon. Einfach ein kurzer Weg oder ein Durchgangsweg? Wahrscheinlich schon ein Durchgangsweg. Ne, ist nur kurz, ja. Ich dachte nämlich, es war kein Durchgangsweg nach rechts. Anomalie auch nochmal. Ich werde jetzt nicht alles, ja doch, ich werde es kurz mal machen. Aber wir haben hier auch nichts. Raserei brauchen wir nicht. Schaden sowieso. Was können wir eigentlich nehmen? Ja, eine Bewegungsgeschwindigkeit brauchen wir auch nicht. Die Bedrohung, ja. Wir nehmen jetzt erstmal das und dann das Bedrohen. Und das andere ist der Strahl. Wir nicht. Status-Effekt-Chance wegen Schwächung nehmen wir. Gut. Sehr schön. Ja, jetzt wieder Gegner. Also diese Schadensreduzierung hilft schon mal sehr gut, aber das haben wir nur, wenn wir halt nicht verletzt sind. Also das Energy-Shade immer noch komplett ist. Aber seht, es ist relativ wenig prozentuell. Wir müssen also wieder eher Items anziehen, die Energy Shield gibt und so geben. Wir haben, glaube ich, jetzt den rechten Armschienen-Slot halt so einfach ein bisschen Craft Shield dort drauf aufgegeben. Für Rohstoffreduzierung. Mal schauen, wie es so geht. Aber eben, wenn man angegriffen wird, dann verliert man schon sehr viel Leben und Kraft-Shit.
Keine geheißen, die wir können hinstellen. Du now. Gut. So. Sind wir schon da? Ja. Also gar nicht so ein großer Tempel. Ich dachte, es hätte zwei Etagen. Da ist jemand an. Verwundet. Die haben schon heftig gekämpft, aber wir müssen zuerst zurück. Boah, diese Hämmer, voll unrealistisch. Sending our own brothers against us. They are mere shells. Wieder ein bisschen betteln. Ist ja natürlich klar, dass wir angegriffen werden. Und dafür haben wir ja unseren Bunsenbrenner. So. Und ein paar Böller haben wir auch noch. Ja. Nicht mehr so nötig, okay, aber. Wir müssen noch warten von hier. Kommt doch sicher noch was, komm. Sieht schon cool aus. So. So blöde Zombies hat. Ja, dafür sind die Zombies nicht blöde. Wie kommen die jetzt hoch? Aha. Also ich verwandle mich jetzt mal in diese Gestalt und kloppen so. Ja, ab und zu schon ein bisschen zeigen. Aber eher bei Bossen und ja, jetzt gerade haben wir wahrscheinlich keinen Boss. Außer der Große da. Der Butcher-Satz. Copyright Butcher. Ja, also. Geht er? Ja, dafür sehen wir besser aus. Ich dachte, wir wären der Einzige, der so ist. Für mich irgendwie von der Morgenröte. Also sind wir so einer wie er, verbannt oder so? Okay, ich habe leider hier. Ja, jetzt kann ich wieder ein bisschen mich bewegen. Die rechte Maustaste, sag schon, Dash, der ist eigentlich ziemlich cool. Ja, und die E ist auch cool. Schön. So. Was ist das eigentlich hier? Es tut ein bisschen die Leistung
Was müssen wir jetzt machen? Nehmen auf die wieder auf. Ah, da kommen wir wieder, endlich. Okay, krass. Kommen viele Gegner. Können wir uns wagen? Ja. So, den noch besiegen. Weiß jetzt nicht genau, was das hat, also wer das castet oder so, aber wahrscheinlich einer von uns. Damit die Gegner nicht mehr durchkommen. Ja, wir können ja sowieso nicht durch. So. Das Spiel braucht recht viel Leistung hier. Was ein bisschen Rüfter anmachen. So. Wahrscheinlich viel zu viele Texturen, die unnötig sind. In dieser schnellen Abfolge. Haben sehr viele Spiele heutzutage. Das ist einfach unnötig, Leistung verbrauchen. Die muss dann mit der PC machen, weil die Engine zu schlecht ist. Und die macht da oben auch ein bisschen Geschnitzeltes. Jo. Sieht ein bisschen kalt aus, aber einfach steinig. Mhm. Ja, du hast es ja leicht gehabt. Okay. Einfach zahlenmäßig ein bisschen schwer. Schon sehr blutig. Ja, sie hat jetzt auch plötzlich noch ein bisschen Blut. Oh. You took your sweet time. Apologies, Princess. I had a few setbacks of my own. Viel mehr. Und der Ampelmann ist auch da. You did well, sister. I know. Get yourself patched up and rest. I'll get us out of this. Easier said than done. Your friend is not going anywhere in her state, and neither are we. I can manage. Spare me. Your pride will only lead you to an early grave. We will get you back on your feet, but right now, you need to rest. So what's next? You bring the fight to them. You make them pay for the death of my brethren. At first, the waters of the Galatha River dried up all of a sudden. It used to flow gently from the nearby town of Helmshire down to our walls and past us toward the Galatha Falls. But before we could investigate, we got reports of a wildling army marching our way. While you were fighting them, the Cult of the Sleeper used the riverbed to funnel an undead army toward the weakest point of our walls. That's how the bastards broke in. Go upriver, reach Helmshire, and find the origin of this undead tide. Stop whatever is causing this. You and I have much to talk about once this task is done. Find Helmshire, stop the necromancers. Got it. Sister, come back in one piece. Yeah. Understood? Don't worry, I'm coming back either way. Victorious or zombified. But genau. I'm coming back. Clever girl. Okay, was nehmen wir? Den Stab wieder. Ja, ist aber nicht so gut. Ja, komm, einfach stark. So. Ja, ich bin auch stronger. Dann bin ich müder. War schon heftig auch für meinen PC. Also es ist jetzt nicht so viel, aber braucht wahrscheinlich viel RAM und da ist mein Lüfter dann gerne ein bisschen hörbar. Aber sonst ist er nicht hörbar. Ja, Regeneration von Kraftschäden. Nehmen wir das zuerst. Damit wir schneller wieder bekommen, wenn wir keinen Schaden haben. Und dann müssen wir unbedingt diesen Lebensdiebstahl holen. Und dann vielleicht auch hier.
Das müssen wir eigentlich auch haben, weil wir ständig Schaden machen. Und da machen die Meteore mehr Schaden. Und hier können wir noch Wut und Windskraft holen. Ja, und dann machen wir hier noch die Zauberkostenreduzierung. Aber ja, wir könnten eigentlich hier auch so ein bisschen auf. Ja, gibt Chance. Es gibt hier aber auch noch irgendwo Geschosse und so. Ist das, ist wahrscheinlich kein Geschoss. Wir finden schon noch ein paar Sachen, die wir eigentlich nehmen müssen. Aber ich suche mich mal ein bisschen durch, wo wir alles noch hinstecken können. Schon genügend. So, Feuerschaden, ja. Hier könnten wir irgendwo hin. Ja, aber hier nicht. So, Verbrennungsschaden negieren und dafür mehr Schaden zu machen. Oder hier vielleicht Gesamtheit der Widerstände. Ne, ist wegen Blocken, das ist nicht gut. Genau. Also wir haben schon noch genug. Ja, zum Beispiel Zaubergeschwindigkeit. Aber Stasis, ist das eher Elektroschaden oder was ist das Stasis? Das hört sich so ein bisschen anders an. Ob das irgendwie von physischen Schaden kommt. Ja, hier Statuseffektstapel können wir hin. Dann können wir auch hier noch ein bisschen mehr Widerstände nehmen. Jo, wir könnten die Zaubergeschwindigkeit erhöhen hier. Es gibt noch genug Sachen, die wir nehmen können, aber wir müssen das noch ein bisschen uns anschauen. Ist eine Beschwörung. Jo. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Oder ein anderes Video. Oder ein Livestream auf twitch.tv/DragoBasler. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.